Erinnert ihr euch noch an mein Video, was ich vor 2 Jahren mal gemacht habe? Das Video, wo ich meinte, ich könnte nicht ohne Fleisch leben? Ich habe damals ziemlich hart gegen Veganer und Vegetarier geschossen. Und ich habe damals auch ziemlich viele ehrenlose Witze gemacht. Und naja, was soll ich sagen? Ich habe die Seiten gewechselt. Ich bin zum Feind übergelaufen wie eine italienische Kompanie. Ja, ich bin Vegetarier geworden. Seit ungefähr 3 Monaten esse ich kein Fleisch mehr. Ja, das Jahr 2021 hat ziemlich komische Dinge mit mir gemacht. Aber lasst mich das Stück für Stück erklären. Ihr müsst wissen, ich war schon immer auf der Seite der Vegetarier. Ich war schon immer der Meinung, dass es ehrenhaft ist, kein Fleisch zu essen. Der einzige Grund, warum ich trotzdem noch Fleisch gegessen habe, war egoistischer Natur. Ich habe mein ganzes Leben Fleisch gegessen. Fleisch hat mir Energie gegeben und Fleisch hat mir einfach zu gut geschmeckt, als dass ich einfach damit aufhören konnte. Zudem war ich damals noch jünger und hatte andere Sachen im Kopf als die moralische Tragweite des Fleischverzehrs. Ich wusste aber auch, dass ich früher oder später umsteigen muss. Ich wusste, dass es unehrlich ist, Fleisch zu essen, wenn ich selber nicht bereit dazu bin, ein Tier zu töten. Davon abgesehen war ich, wie vermutlich die meisten Menschen auf der Welt, kein großer Freund von Massentierhaltung. Ich habe die Gedanken darüber nur immer verdrängt. So wie KuchenTV die Tatsache, dass er seine Freundin geschlagen hat. Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann im Verlauf des letzten Jahres ein Erlebnis mit so einem kleinen Lamm gehabt. Ich bin während dem Spazieren mit unserem Hund auf so ein Lamm getroffen, das weit von seiner Herde entfernt war und zu müde war, um hinterherzukommen. Ich habe mich dann dazu entschieden, dieses Lamm zu tragen und, lange Rede, kurzer Sinn, das war eins der niedlichsten Erlebnisse in meinem Leben. Als wir dann ein paar Tage später gegrillt haben und es Lammfleisch und Kalbfleisch gab, habe ich mir geschworen, kein Fleisch mehr von, ich sag mal, minderjährigen Tieren zu essen. Im Laufe der Zeit hat sich's dann so entwickelt, dass ich gar kein Fleisch mehr essen wollte. Und so bin ich vom einen auf den anderen Tag Vegetarier geworden. Warum ich euch das alles erzähle? Naja, ich bin jetzt Vegetarier, das heißt, ich muss es allen erzählen. Bringt ja nichts, wenn ich kein Fleisch mehr esse, aber keiner es mitkriegt. Ich bin Vegetarier, das heißt, ab sofort ernähre ich mich von Aufmerksamkeit. Auf der anderen Seite will ich euch auch sagen, dass ich den Geschmack von Fleisch absolut vermisse. Ja, ich esse kein Fleisch mehr. Das heißt aber nicht, dass ich keine Lust mehr auf ein saftig, knaftiges Steak vom Metzger habe. Digga, ich wünschte, Fleisch würde einfach auf Bäumen wachsen. Ich liebe diesen Geschmack von so einer Medium-Well-Grillfackel oder von so einer 20er-Box Chicken Nuggets. An Silvester haben wir übrigens Raclette gemacht und während sich alle anderen gegönnt haben, musste ich Tomaten auf die Oberfläche legen. Irgendwie kam eine meiner Tomaten aber in Berührung mit einem Stück Fleisch und der Geschmack hat sich beim Braten so ein bisschen auf die Tomate übertragen. Ich sag euch, das war die leckerste Tomate, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Leute, ihr müsst wissen, ich bin auch echt eine wählerische Person. Viele Gemüsearten kommen für mich überhaupt nicht in Frage. Ich hasse Brokkoli, Champignons, Blumenkohl, Erbsen und Rhabarber. Ich habe das Gefühl, ich bin der einzige Vegetarier, der kein Gemüse mag. Gebt mir einfach diese Fleischersatzprodukte. Gebt mir diese Rocker Nutrition 526 Kalorien Vegan Salami Style Pizza. Gebt mir einfach diesen Fresh Vegan TS von McDonald's. Fleischersatzprodukte sind heute halt wirklich auf einem hohen Niveau. Und ich rede nicht von Tofu. Und an alle Leute, die sagen, das sind doch sicher irgendwelche komischen Inhaltsstoffe drin. Das will ich nicht essen. Bruder, guck mal, was in deinem 2-Euro-Steak drin ist. Die Hälfte davon sind Geschmacksverstärker, die andere Hälfte Rattenfleisch. Und falls es jemand wissen möchte, ich esse auch keinen Fisch. Was ist das für eine seltsame Vegetarierlogik, kein Fleisch, dafür aber Fisch zu essen? Leute, nur weil ein Fisch Wasser atmet oder so und kein Sauerstoff, heißt das nicht, dass er kein Lebewesen ist. Ich meine, ihr wollt mir sagen, man darf als Vegetarier das hier essen, aber nicht das? Was steckt da für ein komisches Argument hinter? Aber Leute, das war's mit dem Video. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Vegetarier, Veganer oder Fleischesser seid und warum ihr euch für eine bestimmte Lebensweise entschieden habt. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.